Taxifahren gehört für viele Menschen zum unverzichtbaren Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs. Ob Fahrgäste mit einer bequemen und zuverlässigen Beförderung rechnen können, hat der ADAC auch in diesem Jahr untersucht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Unsere Stichprobe hat ergeben, dass wir grundsätzlich sehr zufrieden sind mit dem Gesamtergebnis. Dazu beigetragen hat sicherlich auch der ADAC-Taxitest der vergangenen Jahre, aber auch die Sauberkeit beispielsweise der Fahrzeuge war außergewöhnlich. Wir haben sehr freundliche Fahrer kennengelernt. Was wir uns etwas mehr wünschen würden, wäre beispielsweise die Routentreue. Hierzu haben die Tester in Düsseldorf keine guten Erfahrungen gemacht. Zwei Taxifahrer wählten große Umwege bis zum Fahrziel. Preisunterschied zur idealen Route, stolze 6,30 Euro. Die ADAC-Tester haben 160 Taxifahrten in 8 deutschen Großstädten durchgeführt. Die generellen Preisunterschiede in Deutschland sind spürbar. Das liegt allerdings nicht in den Händen der Taxifahrer, sondern richtet sich nach kommunalen Vorgaben und dem Mindestlohngesetz. Trotzdem gibt es Punkte, die sich künftig bessern könnten. Ärgerlichste Mängel bei unserem ADAC-Taxitest 2017 waren unter anderem, dass der Fahrer schlichtweg sein Ziel nicht kannte oder aber, dass beispielsweise EC-Karten oder Kreditkartenzahlung nicht möglich war, obwohl es telefonisch vorher angekündigt war. Die Taxibranche steht künftig vor erheblichen Veränderungen durch neue digitale Geschäftsmodelle. Hierbei müssen aber die Verbraucherschutzstandards wie Qualifikation und Kompetenz der Fahrer, Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und transparente Informationen zu Preisen gesetzlich garantiert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt: In der aktuellen Diskussion um zunehmende Luftverschmutzung in Innenstädten ist eine nationale Anstrengung für alternative Antriebstechnologien in der öffentlichen Beförderung notwendig. Denn 90% aller Taxen sind Dieselfahrzeuge.